ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Heute bricht eine Woche an, in der ein politisches Experiment beginnt, das es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene soll verhandelt werden. Und das ist nach der Landtagswahl gestern in Niedersachsen nicht gerade einfacher geworden. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende geht zumindest angedetscht in diese Gespräche nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl und nun auch noch nach der verlorenen Wahl in Hannover. Ihre Schwesterpartei, die CSU, wird nicht müde, einen Rechtsruck zu fordern. Und damit soll Angela Merkel ab diesem Mittwoch, dann beginnen die Sondierungsgespräche, nun schon vier Parteien unter einen Hut bringen, deren Positionen in vielen Fragen unterschiedlicher kaum sein können. Wird ihr das gelingen? Kann ihr das überhaupt gelingen? Oder wird die Kanzlerin zwischen diesen Parteien zerrieben? Fragt Michael Stempfle. Mission: Übergang. Von der einen in die nächste Regierung. Die Herausforderung heikel. Die CDU-Chefin muss unterschiedlichste Positionen zusammenführen. Das ist Chance und Risiko zugleich. Mittendrin sein bescheidenes Landtagswahlergebnis in Niedersachsen. Auch dafür muss sie den Kopf hinhalten. Merkel nüchtern. Eine Frage: Sehen Sie sich geschwächt? Wir haben in diesem Jahr 3 Landtagswahlen gewonnen. Wenn Sie mich im Januar gefragt hätten, bei 4 Landtagswahlen in diesem Jahr, was so meine Prognose ist innerlich, dann habe ich mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet. Hohe Erwartungen jetzt an die Gespräche mit FDP und Grünen am Mittwoch. Sie seien anders als alle Sondierungen, die Merkel bislang kannte. Angesichts dieser außergewöhnlichen politischen Konstellation, die es ja so in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat, ist es richtig, die Sondierungsgespräche sehr intensiv zu führen, auch in vielen Themenbereichen zu führen und nicht nur sozusagen ein- oder zweimal ein persönliches Kennenlernprogramm zu machen. Daniel Günther hat das Kennenlernen schon hinter sich. Der CDU-Ministerpräsident führt eine Jamaika-Koalition in Kiel und muss einen wichtigen Mann jetzt an Berlin abgeben, Wolfgang Kubicki von der FDP. Ich kann auch gönnen, jetzt haben die Berliner in ihn und sie werden an ihm viel Freude haben. Ausgebuffte Verhandlungspartner bei FDP und Grünen, die Merkel in die Mitte ziehen wollen. Ganz anders die Konservativen in den eigenen Reihen, die zuletzt einen Rechtsruck wollten. Doch oh Wunder, CSU-Chef Seehofer innerparteilich massiv unter Druck, heute friedlich. Bei ihm scheint die Erkenntnis zu reifen, lieber Ergebnisse als Debatten. Die Bevölkerung erwartet es einfach, dass das gemacht wird. Und das wissen alle Beteiligten. Jetzt heißt es, die Reihen schließen. Von der rechten Flanke will gerade keiner mehr reden. Da müssen Sie noch ein bisschen warten, ob da jemand vorbeikommt, der das so sieht. Doch nicht alle Konservativen, die vorbeikommen, lassen sich auch befragen. Dabei sind gerade die Jungen in der Union nicht mehr zu übersehen. Sie fühlen sich reif für höhere Aufgaben. In der eigenen Partei und auch international tauchen sie auf. Die jungen, ehrgeizigen Männer, plötzlich sind sie da. Erst Macron in Paris und jetzt Kurz in Wien. Werden sie Merkel zunehmend Paroli bieten? Sie selbst sieht sich offenbar als Korrektiv. Glückwunsch an Kurz zum Wahlsieg und zugleich ein klares Nein zu dessen Kuschelkurs mit den Rechtspopulisten. Ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert vorstelle. Das alles ist aber erst der Anfang der heiklen Mission Übergang. Merkel, die Verhandlerin, ist wieder einmal gefragt. Für sie selbst offenbar mehr Chance als Risiko. Ja, also Angela Merkel hat ab übermorgen nicht nur mit Grünen und FDP zu verhandeln, sondern auch mit der CSU. Und das ist ja nicht immer ein gut schwesterliches Verhältnis. Deshalb begrüße ich jetzt in München den bayerischen Finanzminister Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. Herr Söder, wenn die Kanzlerin jetzt heute wieder stoisch sagt, ähnlich wie nach der Bundestagswahl, weiter so, wir haben nichts falsch gemacht und eine Niederlage ist das in Niedersachsen auch nicht. Ist das die richtige Reaktion? Ich glaube, ganz entscheidend ist, wenn dieses Projekt einer stabilen neuen Regierung Erfolg sein soll, dass es Akzeptanz beim Wähler findet. Und beim Wähler findet es nur dann Akzeptanz, wenn man aus diesen Wahlen auch etwas lernt. Den Ruf der Bürger nach mehr Sicherheit, nach Stabilität, nach einer klaren Begrenzung der Zuwanderung und auch nach einer Debatte, ob das kulturelle Leitbild des Landes noch stimmt, sodass die Mehrzahl der Bürger sicherlich keine muslimischen Feiertage will. Das sollte man ernst nehmen und deswegen muss man in diesen Verhandlungen natürlich für Stabilität in Deutschland werben.
aber gleichzeitig auch politische Vernunft zeigen. Jetzt haben Sie gerade wieder gesagt, kulturelles Leitbild, Zuwanderung. Und im Beitrag haben wir gerade gehört, die Debatte um einen stärkeren rechten Flügel hat sich erledigt, soll zumindest so sein. Ist das jetzt so? Fordern Sie jetzt keinen mehr oder müssen Sie nur die Füße stillhalten, bis die Sondierungsgespräche durch sind? Also erledigt hat sich nichts, was durch das Wahlergebnis nicht vom Bürger beauftragt wurde. Ich finde es schlimm, wenn man in der Politik sagen würde, da war ein Wahlergebnis mit einem massiven Ausrufezeichen und am Ende geht man dann zur Tagesordnung über. Dieses Jamaika-Projekt darf nicht am Ende ein Projekt von wenigen Eliten werden, sondern muss sich auch um die normalen Bürger kümmern und deren Sorgen. Da geht es um viele soziale Fragen, da geht es aber auch um die Fragen nach Sicherheit und ja, nach Stabilität. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage von konservativ, ja, das auch, aber eben auch davon, wie Menschen heute bezahlbaren Wohnraum kommen, wie Rente und Pflege aussehen und warum es möglich ist, dass wir für Menschen, die neu in unser Land kommen, Milliardenbeträge aufwenden können, aber zu wenig Geld haben, um sozialen Wohnungsbau in Deutschland voranzubringen. Aber, Söder, da braucht es Antworten darauf. In den Jamaika-Verhandlungen ist es doch absehbar, dass ein konservatives Profil noch mehr verwässert wird. Sie haben ja auch noch eine Landtagswahl in Bayern vor der Nase. Wie gehen Sie denn jetzt mit diesem Dilemma um? Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass wir als CSU sehr geschlossen auch sagen, dass in diesen Verhandlungen es zwar einerseits auf eine Regierungsbildung in Deutschland ankommt, aber eben auch auf Inhalte. Also wir können nicht einfach Inhalte wegwischen, wir können nicht einfach sagen, jetzt versuchen wir irgendwas zu überbrücken, was nicht überbrückbar ist, sondern muss konzentriert in der Sache arbeiten, ein klares Profil erarbeiten. Und es geht jetzt auch nicht nur um die CSU, es geht um die gesamte Union. In der CDU sind durch die Verluste spürbar gewesen. Auch der Wunsch in der CDU, wieder eine Partei zu sein, die sich nicht nur um die Mitte und links der Mitte kümmert, sondern auch rechts der Mitte eine wirkliche Alternative anbietet und es nicht einer anderen Alternative überlässt. Meiner Ansicht nach geht es also nicht nur um eine schnelle Regierungsbildung, sondern auch um den grundlegenden Standort und Standpunkt der Union als Volkspartei. In Österreich hat Sebastian Kurz gerade mit einem klaren Rechtskurs Erfolg gehabt. Was lernen Sie denn von ihm? Dass man Wähler ernst nehmen soll. Ich habe den Eindruck, dass wir das in Deutschland, dass wir uns da schwer getan haben. Wir haben zwar gemerkt, was auf den Straßen diskutiert wurde, wir haben gespürt, was die Bürger bewegt, aber so der Eindruck entstand, nee, das muss man nicht so ernst nehmen oder einfach nur ein bisschen besser erklären, dann werden es die Bürger schon verstehen. Ich empfinde Demokratie so, dass man einen Wählerauftrag auch annimmt oder auch eine Kritik der Wähler annimmt. Man muss eine Koalition mit den Bürgern machen und nicht nur mit einigen Funktionären. Drum kommt es jetzt darauf an, ehrlich zu verhandeln, sich ehrlich zu machen, auch in den Gesprächen und dann am Ende zu schauen, ob ein Programm trägt oder nicht. Aber klar ist auch, wir als CSU, wir wollen auch ein klares Profil in diese Koalition hineinbringen, auch das Konservative. Na, mal sehen, ob Sie das schaffen. Wenn man von Sebastian Kurz noch was lernen kann, dann vielleicht, dass sich eine Partei mit einem jungen Gesicht an der Spitze durchaus erneuern kann. Nun sind Sie mit Verlaub, Herr Söder, zwar knapp nicht mehr 31, aber viele in der CSU setzen große Hoffnung in Sie. Also wir haben in der CSU jetzt heute lang debattiert im Parteivorstand und wir haben festgelegt, dass wir zum einen geschlossen in diese Sondierung gehen, weil wir ja nun auch klar sein müssen, dass wir nicht die größte Partei sind im Deutschen Bundestag, also umso geschlossener in die Verhandlungen müssen. Wir haben aber auch festgelegt, dass wir für das Jahr 2018 intensiv beraten wollen, wie wir uns personell auch für Partei und Land aufstellen. Das wollen wir gemeinsam tun, das wollen wir intern tun. Und da reiche ich natürlich sowieso die Hand dafür. Und ich glaube, das werden wir am Ende auch sehr, sehr gut schaffen. Man hört nach dem schlimmen CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl ja immer mehr Stimmen, die Horst Seehofers Rücktritt fordern. Das ist für Sie ja im Prinzip eine total komfortable Situation. Sie können sich zurücklehnen und die Zeit für sich spielen lassen. Wissen Sie, auch die CSU steht in einer schwierigen Situation. Das Bundestagswahlergebnis war das schlechteste seit 1949. Und das bedeutet auch für die Landtagswahl keinen einfachen Gang, ganz im Gegenteil. Also müssen wir sehr seriös überlegen, wie wir uns aufstellen können. Deswegen braucht es immer die beste Perspektive für so ein Jahr 2018. Das geht aber letztlich nur gemeinsam. Ich glaube, Parteien sind nur dann erfolgreich, wenn sie am Ende eine gemeinsame Formation darstellen. Sie muss immer die bestmöglichste sein, das ist keine Frage. Und ich versuche, egal an welcher Form, an welcher Stelle, da einen starken Beitrag zu erbringen. Vielen Dank für das Gespräch, Markus Söder. So, und jetzt schauen wir noch mal nach Österreich und einer Wahl, die Deutschland und europaweise künftig möglicherweise noch viel mehr beschäftigen könnte, als wir uns das bisher haben vorstellen können. Denn dieser Mann hat das Kunststück vollbracht, seine Wähler mit Ideen zu überzeugen, die er von den Rechten geschickt gekapert hatte. Der Außenminister Sebastian Kurz hat in der Flüchtlingskrise früh Grenzen gezogen und sich so auch noch als Retter Europas inszeniert. Für Kurz gab es im Wahlkampf kein Thema, das er nicht mit der Zuwanderung in Verbindung gebracht hätte.
So hat er es geschafft, nun voraussichtlich zum jüngsten Bundeskanzler Österreichs zu werden. Über die Strategie Sebastian Kurz, Till Rüger. Er ist der Shootingstar der Konservativen in Österreich, Sebastian Kurz. Was seine Anhänger an ihm lieben, er ist jung, er ist dynamisch und er kann zuspitzen. Schon vor seinem gestrigen Wahlsieg stilisierte man ihn zum neuen Heilsbringer. Immer wieder verkündete Kurz im Wahlkampf, dass er es fast im Alleingang geschafft hat, die Balkanroute 2016 für Flüchtlinge zu schließen. Es war die Entschlossenheit, die wir hatten, und es war vor allem die Standhaftigkeit, als halb Europa auf uns eingeprügelt hat. Geschickt vereinnahmte er die traditionellen Ideen der Rechtspopulisten für sich und seinen Wahlkampf und profilierte sich als Gegenentwurf zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Sebastian Kurz ist es gelungen, nicht nur das Thema Zuwanderung in allen Facetten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern alle Themen damit zu verknüpfen. Also wenn man beispielsweise über den Arbeitsmarkt diskutiert, wurde auch darüber gesprochen, ob es schwieriger ist, Jobs zu finden, wenn mehr Wirtschaftszuwanderer oder anerkannte Flüchtlinge auch ihre Jobs suchen. Viele Wähler warb er so einfach bei der FPÖ ab. Schon im Wahlkampf versuchten die Rechtspopulisten, ihn damit auf Plakaten zu konfrontieren. Erfolglos. Schwarz-Blau gilt als wahrscheinlichste neue Regierungskoalition in Wien. Denn zwischen der neuen ÖVP von Sebastian Kurz und den Rechtspopulisten existieren die meisten inhaltlichen Überschneidungen. Und eine solche Mitte-Rechts-Koalition gab es schon einmal in Österreich. Im Jahr 2000 bildete der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel mit der FPÖ von Jörg Haider die erste schwarz-blaue Regierung. Dauerproteste und diplomatische Sanktionen der anderen EU-Staaten waren damals die Folge. Mit den Gerichtsverfahren wegen Korruption und Vorteilsnahme durch Politiker der schwarz-blauen Koalition kämpft man bis heute. Mit Protesten rechnet diesmal niemand, auch wenn sich Österreich europapolitisch unter Sebastian Kurz weit nach rechts verschieben könnte und über viele Jahrzehnte gewachsene Beziehungen wohl unwichtiger werden. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man sich da möglicherweise auf europäischer Ebene durchaus das eine oder andere Mal Allianzpartner sucht, zum Beispiel bei den Visegrad-Staaten noch stärker als das bisher der Fall war, und dass diese lange bestehende Allianz, zumindest unausgesprochenerweise mit Deutschland, vielleicht da oder dort Brüche bekommt. Für Angela Merkel würde Österreich damit nach Ungarn und Polen zum neuen Problempartner. Und auch Brüssel blickt mit Bange nach Wien, denn die Rechtspopulisten brauchen ein klares Feindbild, und das ist meist Europa. Und den Wahlsieg von Sebastian Kurz und die Folgen für Europa kommentiert nun Markus Preis vom Westdeutschen Rundfunk. Man könnte das ganze Jahr mathematisch abtun. 9 Millionen Einwohner, 2% der EU-Bevölkerung, Österreich. Was hat das schon zu bedeuten? Doch das wäre eine völlige Fehleinschätzung. Ich fürchte, der Sog der Österreich-Wahl wird die ganze EU nach rechts rücken. In den nächsten Monaten werden wir womöglich dabei zusehen können, wie in der EU ein neues Machtzentrum jenseits von Paris und Berlin entsteht. Schon am Wahlabend wurde in Wien darüber gesprochen, dass Österreich sich an die Gruppe der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei anlehnen, sie gar führen müsse. Die Gruppe, in der man auf Abschottung setzt, stoppt Brüssel-Kampagnen fährt und eine kulturelle Gegenrevolution gegen liberale Werte fordert. Ob ein in seinen politischen Instinkten sehr sicherer Kanzler Sebastian Kurz sich darauf einließe? Ich denke, in vielen Fragen wird er vorsichtig sein, aber mindestens in der Flüchtlings- und Asylpolitik werden wir nun Visegrad plus eins erleben. Das bedeutet, Europa wird wohl kaum mehr zustande bringen, als das Problem zu verdrängen, abzudrängen, nach Afrika oder, wie Kurz es forderte, auf irgendeine Insel. Sebastian Kurz mag geschmeidig daherkommen. Die zarteste Versuchung, seit es Populismus gibt, wie eine österreichische Zeitung schrieb. Doch schaut man auf seine Worte und Taten, dann ist auch er ein Rechtspopulist. Jemand, der Streit anzettelt und Probleme hochredet, um eine Bühne zur Profilierung zu haben. Und dem genau, weil er alles im Scheinwerferlicht auskämpft, die Fähigkeit zum Kompromiss fehlt, die in Europa so wichtig ist. Unsere Politiker regt das alles leider nicht mehr auf. Vor 17 Jahren noch setzte Europa eine FPÖ-ÖVP-Regierung an den Katzentisch. Heute schickt man bei fast gleicher Lage Glückwunschschreiben. Alles Gute, lieber Sebastian. Markus Preis kommentierte. Im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien bleiben die Fronten verhärtet. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Die spanische Zentralregierung hat Katalonien ein neues Ultimatum gestellt. Bis Donnerstag soll der katalanische Regierungschef Puigdemont klarstellen, ob die Provinz die Unabhängigkeit beanspruche. Sollte das der Fall sein, drohte Madrid mit harten Maßnahmen. Puigdemont hatte bislang eine klare Festlegung vermieden und stets erklärt, er suche den Dialog mit Madrid. In Portugal sind bei Wald- und Buschbränden mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Grund für die Feuer sind hohe Temperaturen und starke Winde, die Flammen immer wieder anfachen. Insgesamt wüten in Portugal mehr als 500 Brände. Darunter sind etwa 50 Großfeuer in den zentralen Bezirken Coimbra und Castelo Branco sowie im nördlich angrenzenden Viseu. Mit dem Gartenschlauch gegen die Flammen. Löschen mit allem, was gerade zur Hand ist. Mit der Kraft der Verzweiflung versuchen die Menschen, ihr Hab und Gut zu schützen. Das Feuer hat sich extrem schnell bewegt, denn das Land ist trocken, die Temperaturen hoch und starke Winde fachen die Flammen an. So wurden viele Opfer in ihren Häusern überrascht, heißt es, ohne Chance zu fliehen. Gestern war diese ganze Gegend hier voller grüner Natur, nun ist sie schwarz, ein Land wie Kohle. Tief traurig macht mich das zum Heulen. Betroffen ist insbesondere die Mitte des Landes mit den Regionen Coimbra und Castelo Branco. Erst im Juni hatte Portugal Waldbrände mit mehr als 60 Toten erlebt. Auch jetzt bekämpfen wieder tausende Feuerwehrleute die Flammen. Sie hoffen nun auf Hilfe durch Regen. Dutzende Häuser sind zerstört, viele Menschen mussten fliehen und konnten ihr Hab und Gut nicht retten. In Irland sind bei einem Wirbelsturm drei Menschen ums Leben gekommen. Der inzwischen herabgestufte Hurricane Ophelia legte weite Teile der Insel lahm. Mehr als 200.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometer pro Stunde. Ophelia ist auch für die hohen Temperaturen und Winde in Portugal und das schöne Wetter in Deutschland verantwortlich. Die IS-Hochburg Raqqa in Syrien ist nach Einschätzung der von Kurden angeführten Befreiungsarmee bald ganz zurückerobert. Derzeit kämpfe man um die letzten Stadtviertel im Innenstadtbereich. Dort hätten sich noch wenige IS-Kämpfer verschanzt. In der Stadt sind noch immer Zivilisten eingeschlossen. Etwa 3000 Menschen konnten in den vergangenen Tagen das Kampfgebiet verlassen. Das Herrschaftsgebiet der Terrormiliz IS im Irak und Syrien, es schrumpft. Dass das so ist, ist nicht zuletzt den kurdischen Kämpfern zu verdanken, die oft Seite an Seite mit den alliierten Streitkräften dabei mithelfen, den IS zurückzudrängen. In diesem Kampf haben die Kurden 2014 auch Kirkuk im Norden des Iraks erobert und sie wollen dort auch bleiben, obwohl diese Region nicht zu ihrem ursprünglichen Autonomiegebiet gehört, sondern von der irakischen Regierung beansprucht wird. Seit dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden vor ein paar Wochen hat sich der Konflikt nun noch einmal dramatisch verschärft. Von drohendem Bürgerkrieg war schon die Rede. Als irakische Truppen heute in Kirkuk einmarschierten, war die Angst und die Anspannung also groß. Doch dann kam alles anders, wie Volker Schwenk berichtet. Die irakische Zentralregierung erhebt Anspruch auf Kirkuk. Das soll diese Riesenfahne deutlich machen. Wie es scheint, ist die Regierung in Bagdad ihrem Ziel heute ein gutes Stück näher gekommen. Irakische Einheiten kontrollieren offenbar die Stadt. Vor der Provinzverwaltung holen sie die kurdische Flagge ein und hissen stattdessen die irakische. Die Soldaten, Polizeikräfte und Schiiten-Milizen aus Bagdad übernehmen weitgehend kampflos strategische Einrichtungen und Stellungen, eine Armeebasis, den Militärflughafen, ein Ölfeld. Dabei waren zuvor noch tausende kurdische Peschmerga-Kämpfer mit schwerem Gerät nach Kirkuk verlegt worden. Die kurdische Führung hatte einen Kampf bis zum letzten angekündigt. Doch im Laufe des Tages zogen die Peschmerga sich zurück, begleitet von Zivilisten, die aus Kirkuk fliehen. Die kurdischen Kämpfer seien zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen gewesen, so ein Peschmerga-Kommandant. Der Rückzug habe unnötiges Blutvergießen verhindern sollen. Diese Männer sind empört. Ich habe zwei Verwandte im Kampf gegen den IS verloren, sagt er. Und jetzt haben sie uns hier verkauft. Sie sagen, die Einwohner von Kirkuk seien Feiglinge. Nein, unsere kurdischen Führer sind Feiglinge, nicht wir. Im September hatten die Kurden im Nordirak sich für die Unabhängigkeit von Bagdad ausgesprochen. Und auch Kirkuk sollte endgültig kurdisch werden.
Das zumindest scheint nach den Ereignissen heute vorerst vom Tisch. Lassen wir uns das näher erklären von Volker Schwenk in Kairo. Am Morgen war die Spannung noch mit den Händen zu greifen. Wie ist es denn zu verstehen, dass die Kurden Kirkuk jetzt doch kampflos aufgegeben haben? Das ist tatsächlich kaum zu verstehen, vor allem nach der Rhetorik der letzten Tage. Da war viel vom Kampf bis zum letzten Blutstropfen die Rede. Und in den letzten Wochen und Monaten haben Kurdenführer immer wieder beteuert, nein, Kirkuk, das werden wir nicht hergeben. Das haben wir seit 2014 gegen den IS verteidigt. Dafür sind kurdische Kämpfer gestorben. Es ist undenkbar, dass Kirkuk wieder zurückgeht an die Zentralregierung in Bagdad. Ganz nebenbei ist Kirkuk auch noch wichtig für die Autonomieregion wegen des Öls, das es da gibt. Nun also diese weitestgehend kampflose Aufgabe. Ein Kurdenkommandant hat heute gesagt, nein, es gab keinen Deal, keine Vereinbarung hinter den Kulissen zwischen irakischer Armee und den Peschmerga. Denn genau diesen Verdacht hatten etliche Kurden geäußert und sogar von Verrat gesprochen. Ist denn mit den Ereignissen von heute die Gefahr eines Bürgerkriegs zwischen Kurden und irakischer Zentralregierung gebannt? Das ist ehrlich gesagt sehr schwer abzuschätzen. Ich persönlich halte für wahrscheinlicher ein Szenario wie dieses. Jetzt gab es eine schnelle Entscheidung, wenn es denn dabei bleibt. Es gab diesen Zankapfel Kirkuk, das ist jetzt vom Tisch, mehr oder weniger. Die irakische Zentralregierung hat sich Kirkuk geholt. Wenn es dabei bleibt, dann könnte das die Spannungen reduzieren und womöglich sogar einen Gesprächsweg eröffnen zwischen Erbil und Bagdad. Es gibt aber noch ein anderes Szenario, dass es eben nicht dabei bleibt, dass morgen, übermorgen, nächste Woche es doch wieder Gewalt gibt. Und dann würde diese unruhige Region noch weiter destabilisiert und darüber würde sich eigentlich nur einer freuen, der sogenannte Islamische Staat. Danke für die Information, Volker Schwenk aus Kairo. Und wir bleiben in der Region. Überhaupt keine Lösung ist weiter südlich auf der arabischen Halbinsel im Jemen in Sicht. Dort tobt seit 3 Jahren schon ein blutiger Stellvertreterkrieg, der weltweit kaum beachtet wird. Vom Iran unterstützte schiitische Houthi-Rebellen kämpfen gegen die Truppen der gestürzten sunnitischen Regierung, hinter denen wiederum die Saudis stehen. Es ist also ein Kampf um die Vorherrschaft in der arabischen Welt, der schon tausende Todesopfer gefordert hat. Die Cholera wütet im Land und schätzungsweise 17 Millionen Menschen hungern oder sind von Hunger bedroht. Daniel Hechler. Jeden Tag steht Galal an dieser staubigen Kreuzung und verkauft Wasser. Ein mühsames Geschäft. Für den 12-Jährigen die einzige Chance, an etwas Geld zu kommen, in Jemens Hauptstadt Sanaa. Und doch reicht es am Ende eines langen Tages nie für ihn und seine 6 Geschwister. Ich muss wegen des Krieges arbeiten. Von dem Geld kann ich etwas Brot für die Familie kaufen. Ich bete, dass die Umstände eines Tages wieder so werden wie früher. Früher, als Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser noch nicht in Trümmern lagen. Vor dem Dauerbombardement einer Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens. Eigentlich sollen Stellungen der Houthi-Rebellen getroffen werden, am meisten aber leiden Zivilisten. Vielerorts gibt es keinen Strom, kein Trinkwasser, die Cholera wütet. Für Millionen geht es ums Überleben, gerade auch für Kinder. Viele in dieser Klinik ringen mit dem Tod. Sie sind ausgehungert, schwach, krank. So wie Nawas. Gerade einmal 6 Monate alt, ihre Zukunft ungewiss. Immer wieder hat ihre Großmutter sie in die Klinik gebracht. Sie ist jetzt schon 4 Tage hier. Leider geht es ihr nicht besser. Sie weint ständig. Die Ärzte sind verzweifelt. Nahrungsmittel und Medikamente kommen wegen einer Blockade kaum noch ins Land, sind unerschwinglich. Vielen Kindern können sie nicht mehr helfen. Wir sehen viele Kinder, die vor allem an Austrocknung leiden, auch wegen Unterernährung, Mangel an vitamin- und proteinreicher Nahrung. All das führt zu ernsthaften Schäden und schließlich zum Tod der Kinder. Im Jemen wächst eine Generation ohne Perspektive heran. Die Schulen sind zerstört oder haben geschlossen. Seit 10 Monaten bekommen die Lehrer kein Gehalt mehr. Jetzt haben sie den Unterricht eingestellt, um sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen, auch wenn sie quält, dass Kinder und Jugendliche die Leidtragenden sind. Für die Kinder ist das eine Katastrophe, wenn wir die Bildung stoppen. Es besiegelt das Ende ihrer Zukunft. Aber das liegt leider nicht in unserer Hand.
Statt zu lernen, kämpfen sie ums Überleben. Galal kommt nun schon seit 3 Monaten an diese Kreuzung. Auch wenn ihm kaum einer seine Wasserflaschen abnimmt, morgen wird er wieder hier stehen. Was bleibt einem 12-Jährigen schon übrig, wenn das Schicksal einer ganzen Familie an seinem Verkaufserfolg hängt? Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten und Susanne. In Deutschland wird Bahnfahren ab dem 10. Dezember teurer. Die Preise für reguläre Tickets steigen mit dem Fahrplanwechsel um bis zu 3,5%. Im Durchschnitt werden Fahrscheine in der 2. Klasse um 1,9 und in der 1. Klasse um 2,9% teurer. Die Preise für die Bahncards 25 und 50 sowie für Reservierungen bleiben unverändert. Auch am Sparpreis ändert sich nichts. Die Lufthansa bietet für einen Teil der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia, nur wenige Tage nachdem sie sich Teile von Air Berlin gesichert hat. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Jetzt also Italien. Geht es nach Lufthansa-Chef Carsten Spohr, sollen am Himmel über Europa nur 3 Airlines von Weltrang übrig bleiben. Neben der Lufthansa, Air France KLM und British Airways. Die Lufthansa bietet 500 Millionen Euro für Teile von Alitalia. Als Ganzes gilt die hochverschuldete Fluglinie als nicht sanierungsfähig. Die Hälfte, 6.000 von 12.000 Arbeitsplätzen, plant die Lufthansa wohl zu streichen. Der italienische Staat, der an Alitalia beteiligt ist, aber muss zustimmen. Er hat 900 Millionen Euro an Überbrückungskrediten gegeben, die den Weiterbetrieb trotz Insolvenz sichern. Zudem wurde die Frist zur Rückzahlung bis Herbst 2018 gestreckt. Die Aktie der Lufthansa ist seit Jahresanfang zum Überflieger geworden. Seither hat sich ihr Wert rund verdoppelt. Auch heute gewann sie. Die Lufthansa ist der Nutznießer der jüngsten Pleitewelle unter den Fluglinien. Italiens Regierung hat die endgültige Entscheidung bis nach den Wahlen im kommenden März vertagt. Tausende Alitalia-Beschäftigte, die ihren Job verlieren, daran kann keinem Politiker gelegen sein. Die Börsendaten: Der DAX hat heute erstmals über der Marke von 13.000 Punkten geschlossen und ging mit 13.004 Zählern aus dem Handel. Auch der Dow Jones schloss im Plus mit 22.957 Punkten. Für Himmelsforscher hat ein neues Zeitalter begonnen. Da sind sich Astronomen auf der ganzen Welt einig. Denn zum ersten Mal konnten sie die Kollision zweier Neutronensterne quasi live und in Farbe beobachten. Die Forscher hatten Gravitationswellen aufgeschnappt und konnten deshalb ihre Teleskope rechtzeitig ausrichten, um die Kollision zu beobachten. Solche Gravitationswellen kann man erst seit kurzem messen. Für ihren Nachweis gab es jüngst den Physik-Nobelpreis. Mit ihrer Hilfe konnten die Forscher nun zeigen, dass bei der Kollision von Neutronensternen neben Strahlung tatsächlich auch neue Elemente wie Gold und Platin entstehen. Jetzt warten die Forscher gespannt auf neue Neutronen-Stern-Kollisionen. Und was nicht ganz so weit vom Himmel entfernt ist und vor sich geht, das weiß jetzt Claudia Kleinert. Wie wird das Wetter? Karin, es wird eigentlich gar nicht viel los sein bei uns, zumindest das, was man sehen kann. Da ist nämlich meist blauer Himmel. Das Wichtigste spielt sich mehr so am Boden ab und das ist der Nebel. Der wird nämlich die nächsten Tage deutlich dichter sein. Heute haben wir neue Rekorde aufgestellt. Dekadenrekorde, also es war noch nie so warm in der 2. Hälfte des Oktobers wie heute. Zum Beispiel Kahler Asten, der bisherige Rekord 21,1 Grad wurde eingestellt. Saarbrücken bisher 23,5 auch eingestellt. In Trier war es ein ganz kleines, minimales bisschen wärmer. Bad Lippspringe 24 Grad, heute 25,1 Grad. Ähnlich sah es auch in Mettingen und Lecce aus. Also einige Stationen, die hatten heute Rekordtemperaturen für Mitte Oktober. Die nächsten Tage geht es weiter mit, naja, Nebelproblematik am Vormittag, auch in der Nacht. Jetzt wird sich wieder Nebel bilden. Der kann morgen ziemlich dicht und zäh sein. Im Norden ziehen ein paar Wolken durch. Die Temperaturen gehen meist zurück auf 14 bis 5 Grad. In höheren Lagen sogar Minustemperaturen. Das aber nur in höher gelegenen Tälern, denn auf den Bergen ist es ziemlich warm. Wir haben eine Inversionswetterlage. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein, zum Teil noch dicker Nebel, Rhein entlang Bodensee, Donau, aber auch so Richtung Tauber. Das dauert dann eine Weile, bis der sich auflöst. Ein paar Wolkenfelder sind auch unterwegs. Am Nachmittag dann meistens sonnig mit wenigen Wolken, die so von Rheinland-Pfalz rüber bis nach Brandenburg liegen. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag, da wo der Nebel lange Zeit braucht zu verschwinden, auf 16 bis 18 Grad. Sonst werden es 23 bis 25 Grad im Westen und Südwesten.
Der Wind dazu meist schwach aus südlichen Richtungen. Nur an Nord- und Ostsee ist er frisch bis stark. Da merken wir so ein bisschen was von diesem Orkantief, das dann morgen von Irland und den Britischen Inseln weiter nach Norwegen ziehen wird. Mittwoch gleiches Wetter, Donnerstag gleiches Wetter, wobei der Nebel dann jetzt zunehmend dichter wird und sich auch zäher auflöst. Also ganz viel Sonne wird wohl die nächsten Tage nicht mehr dabei sein wie heute. Danke, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter mit der Story im Ersten, der Europa-Check. Der Film erkundet, warum die EU so viele Gegner hat und was an deren Argumenten dran ist. Um 0.15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und neue Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dahin.